So, da bin ich wieder. Zurück aus der Pause. Ich grüße auch alle herzlich auf YouTube, die sich die Aufzeichnung im Nachhinein anschauen. Jo, wir haben ja jetzt vor der Pause noch den dritten Stern uns geholt für unser Krankenhaus. Das heißt, wir können hier Rise and jetzt shine, everyone. And if you happen to quasi be in umziehen. Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Da sehen wir jetzt auch, wir haben hier drei Sterne. Da haben wir alles erledigt, was geht. Und haben hier jetzt Lower Bullocks freigeschalten. Expandiere durch die Gründung des zweiten Krankenhauses. Dann gehen wir da mal hin und starten jetzt unser neues Krankenhaus. Was haben wir hier noch? Snow Battle 5. Battlefield 5 kann ich bestimmt wieder 10 Stunden lang testen. Ah, alles klar, Snow. Dann kann ich alle Leute, die nach Shooter fragen, zu dir dann schicken. Wenn es um Battlefield 5 geht. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses 13. kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten. Die Qualifikationen in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Ja, ich weiß, es dauert noch, aber falls dann Fragen kommen, spielst du Battlefield 5, hast du Battlefield 5, kann ich sagen, geht's zu Dr. Snow und der hat das. Das stimmt, wir haben jetzt erst Ende August, September, Oktober. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich pausiere mal und schau mal, was hier los ist. Wir haben einen Empfang. Wir haben hier auch jemanden, der arbeitet. Wir können mal auf unsere Personalliste gehen. Wir haben einen Hausmeister, wir haben jemanden für den Empfang und wir haben hier einen Arzt. Genau, der ist nämlich Psychiater Jemims Fuchs und er ist auch gut in Diagnostik. Und wir haben hier eine Allgemeinmedizin, ein paar Sitzbänke. Und wenn man hier jetzt schaut, da ist es halt schon ein bisschen größer, weil da gibt es hier noch drei Gebiete, die man dazu kaufen kann. Einmal, zweimal, dreimal. Das heißt, hier hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber mit einer Diagnose Allgemeinmedizin werden wir wahrscheinlich langfristig nicht wirklich weit kommen. Hier haben wir einen Getränkeautomaten, aber wir haben zum Beispiel keinen Snackautomaten. Das heißt, da würde ich einfach der Form halber schon mal hier noch einen Snackautomaten dazustellen. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall verschiedensten Zimmer. Wir haben gleich kein Klo. Das fehlt uns. Wir haben kein Aufenthaltsraum, also keinen Pausenraum, müssen wir uns auch kümmern. Wie schaut es denn hier aus? Pausenraum könnten wir theoretisch hier in die Ecke reinmachen. Und können wir hier gleich mal wieder loslegen, alles schön einrichten. Machen wir mal hier an eine Bank, ein Sofa, machen daneben, machen wir noch eines. In der Ecke, was kommen wir da hin? Genau neben der Tür könnten wir vielleicht die Automaten machen. Getränke, Snackautomat. Fernseher kriegen die, den haben wir ja drüben freigeschalten können, jetzt hier auch.
durch übernehmen. Das wir machen hier noch so einen Fernseher rein. Dann, was bekommen sie noch? Spind ist sicher auch nicht unwichtig. Den können wir hier an die Wand, könnten wir welche hinstellen. Einmal, wie schaut's aus? Stufe 2, 3 Spinde. Haben wir sonst noch was? Ein paar Fenster könnten wir hier noch hinmachen. Und wir haben jetzt Stufe 3 schon bei den Raum. Gibt es sonst noch was, was wir machen könnten? Mülleimer brauchen wir auf jeden Fall. Den können wir hier hinstellen. Eine Pflanze geben wir dann auch wieder. Und dann können wir hier noch ein Poster hinmachen. Vielleicht hier noch ein Poster. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Neck Feuerlöscher geben wir ihnen vielleicht noch. Können wir hier noch hinstellen. Dann haben wir schon mal den Personalraum fertig. Jetzt brauchen wir noch ein Klo. Das Klo könnten wir hier irgendwo hinmachen, da drüben. Können wir die Aufteilung so mit die Sitze hier lassen. Können wir uns dann noch überlegen, ob wir da noch umbauen. Wir brauchen auf jeden Fall mal ein Klo. Also diese Grundausstattung muss wieder her. Mal. Mal. Echt das als Klo. Können wir später noch umbauen. Beim letzten Mal haben wir gleich mit dem Klo ein bisschen übertrieben. War viel zu groß für den Anfang. 3 Kabinen, denke ich, reichen mal. Dann ein Waschbecken. Kommt hier hin. Ein Handtrockner, den können wir hier hin machen. Mülleimer, Feuerlöscher, Poster könnten wir ja jeweils hier 2 aufhängen. Das ein bisschen aufzuwerten. Gibt sonst irgendwas Interessantes noch? Pflanze. Ach egal, hier haben wir ja Platz. Ja, wobei, nicht wirklich. Nee, lass mal die Pflanze weg. Wobei es fehlt nicht viel, dann hätten wir ein 3-Sterne-Klo. Könnte man noch machen. Könnten hier noch ein Poster dazu hängen. Es würde ja nicht viel fehlen, um aus dem ganzen 3-Sterne-Raum zu machen. Vielleicht noch einen zweiten Feuerlöscher. Da ist das ja nicht schon übertrieben. Dann noch einen Mülleimer, einen zweiten. Aber doch so in die Mitte eine Pflanze noch stellen. Ah ja. Oder ein zweites Waschbecken, wenn wir hier nicht mehr unterkriegen. Aber sieht halt, beim kleinen Raum ist halt schwieriger, den gut zu füllen. Die Möglichkeit hier noch einen zweiten Feuerlöscher zu platzieren, ansonsten lassen wir es halt. Nee, na egal. Dann lassen wir es mal so. So. Und was jetzt auch wichtig ist, wir brauchen eine Psychiatrie. Damit wir loslegen können. Außer eine Psychiatrie, wo bauen wir denn die hin? Da ist Allgemeinmedizin, dann bauen wir die gleich hier daneben, dann können die Leute da gleich direkt rüber geschickt werden. Dann, das finde ich auch cool, dass man die da so komplett drehen kann, halt so in alle Richtungen. Dass ich auch wirklich die Sache einfach hier schräg reinstellen kannst. Machen wir es hier hinten. Noch ein paar Aktenschränke. Mülleimer machen wir hier.
Pflanze einmal hier in die Ecke machen. Hier auch noch eine, genau, hier noch eine reinstellen. Stufe 2 Feuerlöscher. Warum nicht? Was gibt es denn hier noch? Wir können noch Poster aufhängen. Das schadet auf jeden Fall nichts. Dann sind wir eh bald schon wieder auf Stufe 3. Da noch ein paar Fenster vorne hinmachen. Genau, haben wir schon Stufe 3 erreicht und haben den Raum auch schon fertig. Wir könnten hier jetzt noch ein paar Sitzbänke zusätzlich noch aufstellen im vorderen Bereich. Gut. Dann lassen wir, was braucht man noch? Apotheke braucht man auch. Ich meine, da, die wird sicher sehr schnell gefragt sein. Dann werden wir die auch noch dazu bauen, und zwar hier vorne. Mal hier so dran, wo ich ein bisschen großzügiger gestaltet sein. Die Türe bauen wir. Ja, die bauen wir hier mal ein. Dann brauchen wir hier wieder unsere Medikamentenmaschine. Hier hinten mal wieder zwei Aktenschränke. Mülleimer neben der Tür. Feuerlöscher hier drüben. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Pflanze. Hier noch eine Pflanze hinstellen. Wir machen noch ein paar Fenster. Haben wir eh schon die Stufe 3 erreicht. Brauchen natürlich auch einen Mitarbeiter dafür. Einen kranken Pfleger. Wen haben wir denn da? Stationsverwaltung. Emotionale Intelligenz. Der kann nichts. Was kann der? Diagnostik. Genau, ich würde sagen, die ist zwar teuer, aber die kann man später auch brauchen, wenn wir mal eine Station haben. Wobei 117.000 haben wir noch. Oh, ich probiere es mit der mal. Auch wenn sie jetzt nicht die besten Fähigkeiten hat für die Apotheke oder halt keine Boni bringt, aber wir nehmen die mal. Lassen das Ganze mal anlaufen. Neue Technologie, wir wurden vom Bangalore Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich Ihre psychiatrische Lizenz entzogen wegen eines Vorfalls mit einem, es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, Ihre Diagnosepatienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche technologische Unterstützung froh sein. Okay. So, wir haben Krankenhausstufe 3 erledigt. Heile einen Patienten in der Psychiatrie. Genau. Das heißt, wir sind mal gerüstet. Schauen wir mal, ob wir irgendwas sehr Wichtiges vergessen haben. Klo ist da, Mitarbeiterraum ist da. Da kommt schon jemand. Wir sollten uns dann vielleicht noch einen zweiten Arzt holen, fällt mir gerade ein. Wenn da mehrere Leute kommen, da hätte man noch einen Psychiater, den hole ich gleich mal. Dann haben wir zwei Ärzte und beide können in der Psychiatrie arbeiten, das ist auch gut.
Da kommt der nächste. Holistics is apparently going to open another of its nature communes for sick people. Dann verfolgen wir die mal. Money. Fortunately, I have equal amounts of sense and money. Hallo, David. Ich dich auch, Dingchen. Medikamentenmixer 2 freigeschalten. Neue Technologie. Bungle Technologies gewährt uns Zugang zu einigen ihrer neuesten Entwicklungen. Upgrade für den Apotheken-Medikamentenmixer. Und den Easy-Scan für Allgemeindiagnosen. Wenn wir diese Upgrades für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung, können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit der Mechanikausbildung. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Ein ausgebildeter Hausmeister wird die Upgrades dann mit der Zeit installieren. Probier es mal aus, vielleicht hat Bungle ja noch mehr Technologie für uns. Zuerst müssen wir mal schauen, Personal. Wir haben ja einen Hausmeister. Ermöglicht einen Hausmeister an Geräten Upgrades zu installieren. Okay, können wir machen. Dann testen wir das wirklich gleich mal. Und zwar... zum Medikamentenmixer 2 upgraden, verbesserte und brandneue Rezepte, plus 25% Behandlungsvermögen, erfordert Hausmeister, geschätzte Zeit 37 Tage, na gut, werden wir machen. Werden wir gleich mal upgraden, das werden wir uns leisten. So, wie geht's denn unseren Leuten? Hier wartet niemand. Wie viel warten hier? Einer. Ist eigentlich okay. Kann man sich nicht beschweren. Also bis jetzt haben wir noch alles im Griff. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir uns noch eine zweite Allgemeinmedizin leisten. Schon gewusst, du kannst die Position eines Patienten der Warteschlange ändern, indem du die Patientendetails öffnest. Patientenliste. Nutze die Patientenliste, um alle Patienten des Krankenhauses im Blick zu behalten. Hier kannst du ihre Diagnose, ihre Behandlungsfortschritt sowie ihre Gesundheit und Zufriedenheit prüfen. Finde schnell die Menschen, die unzufrieden oder ungesund sind und beschleunige die Behandlung, indem du ihnen Priorität für ihre Termine gibst. Klicke auf einen Patienten der Liste, um zu dieser Person im Krankenhaus zu gelangen. Klicke auf die Pfeile neben jeder Spaltenüberschrift, um die Liste nach dieser Spalte zu sortieren. Genau, da können wir jetzt schauen. Zufriedenheit, Gesundheit. Da haben wir zum Beispiel, da können wir jetzt hier schauen, was hier los ist. Termin Psychiatrie erst 1. Das heißt, erst der nächste, der dran kommt. Da braucht man nichts umstellen, das kann man lassen. Dann sehen wir hier, der geht gerade. Er ist auch fertig. Eigentlich ist hier nicht viel, aktuell noch nicht viel los. Das heißt, wir haben alles noch im Griff. Dann haben wir hier 2 Briefe. Neue Krankheit, verbaler Durchfall entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, verbaler Durchfall. Verbaler Durchfall, die Krankheit, von der alle reden, breitet sich schnell aus und ist mit meilenweit zu hören. Wir werden die Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken, Apotheke. Okay, die haben wir ja schon. Und wir können Upgrades installieren. Geräte können durch Upgrade leistungsfähig gemacht werden. Ein verbessertes Diagnosegerät
sorgt für schnelleren Fortschritt bei der Diagnose des Patienten. Ein verbessertes Behandlungsgerät erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Behandlung. Upgrade für jedes Gerät gibt es für das Abschließen von Herausforderungen selbstverständlich auch durch eigene Forschung. Sobald ein Upgrade freigeschalten wurde, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikerausbildung, um das Upgrade in diesem Gerät zu installieren. Den haben wir ja hier. Um das zu tun, wähle erst das Gerät aus, dann die Upgrade-Option. Ein entsprechender ausgebildeter Hausmeister wird sich dann um die Arbeit kümmern. Genau, das haben wir ja gemacht. Ufo putzt ordentlich, glaube ich auch. Das muss wohl doch ein längerer Putz sein. Wobei man normalerweise eigentlich im Frühjahr immer fleißig putzt. Oder er hat anderes zu tun, was er uns nicht sagen will. Und schiebt das Putzen nur als Vorwand vor. So, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine zweite Allgemeinmedizin, wobei es wird gleich eher Sinn machen, wenn wir vielleicht eine Allgemeinmedizin mal bauen. So, nein, nicht Allgemeinmedizin, sondern Arztpraxis, allgemeine Diagnose, genau, ja doch. Muss hier, ne, machen wir so. Die muss nicht so groß sein. Möglichst nah an der Tür, da der Laufweg relativ kurz ist. Neue Technologie, toll, das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Bungle Technologies dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung ihrer Psychiatrie-Patienten. Sie gewähren uns Zugang zu einer ihrer Maschinen, den Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen unerwünschter Küchenutensilien. Halte nach Leuten Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen können. Treibe die Erweiterung des Krankenhauses voran, um noch mehr Technologie freizuschalten. Durch den Kauf eines neuen Grundstücks im näheren Umkreis erhalten wir den nötigen Platz, um das Krankenhaus weiterzuentwickeln. Gut, aktuell hätten wir noch Platz. Das heißt, da müssen wir noch nicht gleich ausbauen, aber könnte irgendwann, wird es auf jeden Fall notwendig sein, aber noch geht's, denke ich. Machen wir hier einen Mülleimer. Feuerlöscher nicht vergessen, den können wir hier hinstellen. Pflanze kommt auch wieder. Wie schaut's aus? Wir sind schon Stufe 3. Ich werde trotzdem hier auch noch ein, zwei Poster aufhängen. Mal hier an der Rückwand vielleicht. Mal hier noch zwei Poster hin. Ja. Dann haben wir das auch erledigt. Da können wir auch dann noch zwei Bänke hinmachen. Leute auch sitzen können, während sie warten. Da brauchen wir dann was, einen Pfleger noch einstellen. Krankenpfleger, was haben wir denn Schönes? Patientenbetreuung, Behandlung, 10% Behandlungskompetenz. Hier hätten wir jemanden mit Apothekenverwaltung, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, dann können wir den nämlich in die Apotheke stellen. Dann kann sie sich um die Patienten kümmern, die hier drüben sind mal. Ah, und da haben wir schon jemanden mit dem Küchenutensil. Station benötigt, Patienten bitten zu warten.
errichten neuer Gebäude. Wir können unser Krankenhaus um neue Gebäude erweitern, indem wir Grundstücke in der Nähe erwerben. Sieh dich auf dem Krankenhausgelände um und halte deine Maus über ein Grundstück, um die Größe, die Form und den Preis des Grundstücks zu erfahren. Willst du ein Grundstück kaufen, klicke es an und wähle dann die Kaufoption. Mit der Zeit entsteht darauf dann ein neues Gebäude. Sobald das neue Gebäude fertiggestellt ist, kannst du den neu gewonnenen Platz nutzen, um dein Krankenhaus zu erweitern. Du kannst außerdem bereits existierende Zimmer zwischen den Grundstücken verschieben, wenn du sie neu anordnen willst. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Station bauen. Was hier mal kurz? Dann machen wir mal hier weiter. Station wurde verlangt. Wie könnten wir, ja, wie viel Geld haben wir denn noch? 116.000 ist jetzt nicht so viel. Mach hier mal eine Station, vielleicht nicht ganz so riesig wie beim letzten Mal. Die können wir dann noch erweitern, wenn wir dann umziehen mit dem Raum, was wir sicher irgendwann machen werden. Aber jetzt glaube ich reicht für den Anfang. Reicht vielleicht wirklich mal so als kleines. Wobei es ein bisschen eng hier. Vielleicht sollte man den Raum doch größer machen. Man kann ja Räume auch umfügen, Raum entfernen. Man kann doch auch Räume verschieben. Wie ging denn das? Genau, wir können den da schieben. Können wir den Raum auch drehen als Ganzes? Jo. Dann würde ich sagen, wir machen den hier hin. Machen den aber noch ein bisschen breiter. Ich meine, das werden wir dann alles noch später umsetzen, dann kann man eigentlich die Betten das auch alles besser machen. Dass wir zumindest 4 Betten unterbringen und die Leute sich aber auch noch ein bisschen bewegen können. Bringen die hier noch einen Spind an die Wand, zweimal. Ein Abfalleimer können wir hier noch hinmachen. Und damit sie auch was Schönes noch im Zimmer haben, kriegen sie ein Blümchen. Wir haben jetzt Stufe 2. Wir könnten hier jetzt noch hinter den Betten jeweils noch so Dinger aufhängen. Okay, ich glaube, ich habe hier 2 Betten. Kann das sein, dass die nicht erreicht werden können? Ist hier Zimmer bauen noch nicht bereit? Was fehlt noch? Wieso können wir das noch nicht eröffnen? Was haben wir denn vergessen? Wir haben die Schwesternstation. Ich glaube, das ist einfach alles zu eng hier. Was vielleicht auch eine Spur noch mal eins breiter. Doch alles da. Was fehlt denn hier noch? Wir können noch ein paar Fenster reinmachen. Aber irgendwas haben wir noch vergessen. Noch nicht bereit. Pflanze, Beleuchtung. Gut, es gibt noch den Feuerlöscher. Ob das nur an dem liegt? Nee. Das glaube ich auch nicht. Fehlender Feuerlöscher. Wieso können wir den Raum nicht eröffnen? Was übersehe ich gerade, Leute? Wir haben doch alles gebaut. Ist eine Tür drinnen? Achso, die Betten. Ach, die Betten. Ich glaube, wir haben.
sind nicht erreichbar. Ich doch. Ich kann nicht in die Betten rein, das wird sein. Und dann machen wir halt das so mal. Jetzt geht's, okay, das war einfach alles zu eng hier drinnen. Ja. Das ist jetzt ein kleines Ding. Wir werden das noch umbauen, sobald wir mehr Platz haben. Ich habe es jetzt mal hingesetzt, nachdem die geschrien haben, wir brauchen das. Natürlich nicht optimal hier alles gelöst. Hier könnte man noch Automaten. Das lassen wir mal. So, lassen wir es mal weiterlaufen. Was würde es denn uns kosten, wenn wir hier noch was dazu holen? 25.000, 50.000, 75.000. We now bring you this segment, Sir Nigel Reviews. Today I take a look at the new fine dining establishment, Le Soufflé Triste. And what a delight for the experienced palate. Was wir auf jeden Fall brauchen, wird dann sein, den Raum für die Häuser. Die Töpferei. Da rennen schon ein paar rum mit Kochtöpfen. Kann man vorläufig hier hinten machen. Ist auch wieder so ein Riesenraum. Ja, wir müssen das bald mal alles umlagern. So, Tür, Fenster. Maintenance announcement. Plants need water. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eine Pflanze in der Ecke. Hier machen wir noch zwei, drei Poster hin. Ah, da haben wir sogar schon Stufe 3 Mistkübel. Mal hier noch rein. Können wir den auch mal eröffnen. Ich glaube, wir werden bald mal wirklich erweitern und umlagern. Na, der kleinste Raum kostet schon. Wie viel waren das hier unten? Der kleinste 25.000. Und wir haben zu wenig Ärzte. Also wir brauchen noch einen Arzt, Psychiater der zweiten Stufe. Nicht schlecht. Dann nehmen wir den mal mit. Dann haben wir auch einen guten Psychiater. Dann sollte das alles besser gehen. Hier aus Allgemeinmedizin. Einer wartet, okay, das geht noch. Wie viel warten hier? Na, der zwei, gut, ist eigentlich auch noch okay. Scanner können wir aufwerten. Könnten wir mal machen. Was würde uns denn das kosten? 10.000. Ja, machen wir mal. Der Hausmeister haben wir. Könnten wir auch mal schauen. Aktuell haben wir nur einen, oder? Ja. Einen Hausmeister. Das heißt, wir werden da vielleicht noch einen Hausmeister einstellen, einen zweiten. Ausdauertraining, motiviert, emotionale Intelligenz und er ist Mechaniker, Instandhaltung, verbessert die Reparatur und Instandhaltungskompetenz. Ja, nehmen wir den mal. Und der läuft schon, um das Ganze aufzuwerten. Je
Wie schaut's hier aus? Okay, da warten jetzt schon mehrere Leute. Vielleicht brauchen wir da doch ein zweites Zimmer. Das heißt, wir werden hier noch eine Arztpraxis machen. Weil wir haben hier nicht mehr wirklich Platz, außer wir bauen hier um. Können wir natürlich auch machen. Mal die Sitzbänke verschieben. Dann können wir hier nämlich auch noch einen Raum reinsetzen. Und zwar, wen setzt man die Bank? Gut, wir haben ja hier noch die Gänge. Müsste doch gehen, dass wir die da einfach in den Gang reinsetzen. Können wir jetzt hier noch zwei Bänke machen? So, die Pflanze. Die werden wir vorläufig mal hier raufschieben. Wenn wir hier jetzt ein Zimmer machen, eine neue Arztpraxis. Tienchenmausi. Dann Gangster 164 Stunden. 5235 Nudeln. Dr. Snow klaut Tienchen seine Nudel. Es wurden schon 62 Nudeln geklaut. Uptime. Delfino streamt schon 2 Stunden. 51 Minuten 52 Sekunden. Bei dem Raum könnte man sogar noch eins rausziehen. Das ist übertrieben, das ist nichts. Genau, das reicht von der Größe. Machen wir hier eine Türe. Schreibtisch. Dienchen Mausi klaut Delphi seine Nudel. Es wurden schon 63 Nudeln geklaut. Dienchen, das kannst du nicht machen. Ich brauche meine Nudel noch. Wie soll das jemals funktionieren, wenn ich keine Nudeln mehr habe? Feuerlöscher kriegen die auch noch. Und noch ein paar Poster. Welche Stufe haben wir denn schon? Stufe 3. Kann ich eigentlich noch was reinsetzen? Arzneischrank. Kann man sagen, ist das alles so teuer? Eine Waage. Ein Gerät, das den abstrakten sozialen Wert einer Person bezeichnet. Achso, das kann ich mit den K freischalten. Na gut, machen wir das mal. Stellen wir da noch eine Waage rein. So. Dann wollte ich hier noch ein paar. Machen wir noch eine Pflanze, eine zweite. Und hängen noch ein paar Poster auf. Dann haben wir hoffentlich den Raum dann auf Stufe 3. Jip. Haben wir den auch aufgewertet. Und eine zweite Diagnose, damit sich das ein bisschen besser verteilt. Und dann werden wir uns da auch noch einen Arzt holen. Am besten jemanden mit Diagnosefähigkeit, Behandlung. Allgemeinmedizin, allgemein. Okay, da gibt es niemanden, der das wirklich kann. Behandlung, Allgemeinmedizin. Oder doch, Diagnosekompetenz. Dann nehmen wir den mal. Nehmen wir den ein.
heißt, ein Patient wollte nicht mehr auf die Entleuchtungsklinik warten. Oh. Na gut, da müssen wir auch schnell reagieren. Wir brauchen eine Entleuchtungsklinik. Jetzt mal Pause. Den Feuerlöscher. Hier eine Pflanze, daneben den Mülleimer. Was braucht man noch? Und hier noch die klassischen Fenster rein. Bringt nicht viel, aber ein bisschen was zur Aufwertung. Weil wir haben sogar Stufe 3, weil die Maschine alleine schon so viel wert ist. Können wir hier noch Poster aufhängen. Okay. Stufe 4 werden wir den so schnell, glaube ich, nicht bringen. Dienchen Maus fordert Dr. Snown raus. Dr. Snown hat die Herausforderung nicht akzeptiert. Wahrscheinlich ist er zu schwach. Toel ist Kleinkrimineller, 46,17 Stunden. Und hat 1649 Nudeln gesammelt. Okay, mittlerweile ist es hier voll. Also wir müssten wirklich langsam überlegen, ob wir nicht mit Behandlungsräumen umziehen werden. Damit wir mehr Platz noch für weitere Diagnosesachen haben. Aber lassen wir es mal laufen. Okay, wir müssen jetzt eh ausbauen, sehe ich gerade, weil für den ersten Stern fehlt uns nur noch das zweite Gebäude, dann werden wir uns das mal um 25.000 dazu holen. Sieht man jetzt? Vorher war da so ein Spielplatz, Kinderspielplatz, und da kommt jetzt das neue Gebäude hin. Dann haben wir hier was, Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fick Blankets. Neuester Nachrichtenüberblick aus dem County wird gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen. Wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein sollte, statt nur neutral. Da steht hier, die Arena von Don Luigi hat geöffnet, schreibe Ausrufezeichen Arena, um an den Kämpfen teilzunehmen. Michi Mausi, du hast dich erholt, möchtest du noch jemanden herausfordern? Schreib Duell Arena. Jetzt haben wir hier Notfall helles Köpfchen. Das haben wir jetzt gemacht, das heißt, das könnten wir eigentlich annehmen. Wir werden hier nur ein paar Sitzbänke noch dazustellen. Nurse, please go to the pharmacy. So. Wollen es nicht übertreiben, damit er dann auch durchkommt. Erleuchtete Patienten. 7 Stück haben wir wieder, da kommen sie schon. Diesmal haben wir ja die Maschine frisch gebaut. Das heißt, da sollten wir keine Probleme haben wegen Wartung oder so. Geschätzter Krankenhausleiter, wir haben den ersten Stern bekommen. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point zu einem 1 Stern bewertet. Blitzschnell hast du ein weiteres Mal zugeschlagen und deine Kritiker zum Gespött gemacht. Du wirst für deine Arbeit zum Thema Innenleben von Maschinen bzw. menschlichen Verstand gelobt. Konzentriere dich jetzt auf dein wachsendes Imperium mit 2 Säulen oder füge ihm eine dritte Säule hinzu, indem du in Flottering ein neues Krankenhaus eröffnet, sonst ist das ja ein eher mickriges Imperium. Genau, wir können jetzt eben sagen, wir bauen hier weiter.
Oder wir ziehen weiter. Ich würde sagen, wir haben gerade erst hier angefangen. Wir werden im Krankenhaus weiterbauen. Es fanden sich nicht genug Kämpfer. Kommt ein anderes Mal wieder. Will keiner spielen mit dir, Tinchen? Haben zu wenig Pfleger, so wie es ausschaut. Dann holen wir uns noch einen Krankenpfleger. Stationsverwaltung. Diagnostik, Behandlung. Der kann eigentlich alles. Der kann überall eingesetzt werden. Nehmen wir den mal dazu. Und wie schaut es mit unserer Aufgabe aus. Einen haben wir geheilt. Mal ein bisschen hier zuschauen. Wir haben zwei geheilt. Yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. About which service I perform with no shortage of humility. I will do one to proper enunciation as well, but I fear your underdeveloped vocal abilities will make this quite impossible. Und? Yay! Wir haben drei geheilt. Der Deluxe. Leichter kann aufgewertet werden. So, da kommt der vierte Patient jetzt rein. Wenn wir den auch heilen, dann haben wir die Mehrheit geheilt. Läuft bis jetzt gut. Was braucht man eigentlich für den zweiten Stern? Krankenhausstufe 8, aktuell 6, besitze 3 Gebäude, installiere Upgrades an 2 Maschinen. Die Wachen sind aufgestellt, die Polizisten schmieren das Blut weggewischt. Wollte nochmals kämpfen, schreibt Arena, um teilzunehmen. Die Arena hat wieder offen. Ihr könnt gerne in die Arena gehen. Oh. Eine Behandlung ist fehlgeschlagen. Beim fünften. Kinchenmaus ist dabei. Toel ist dabei. Mal schauen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich eingestellt habe. Mindestens mitmachen müssen. Okay, es dauert jetzt doch etwas länger. Das Ding ist relativ oft kaputt in der Grundausstattung. Der Deluxe entleuchtet. Den sollten wir, nachdem die Notfälle hier durch sind, auf jeden Fall aufwerten. Man sieht, da geht einiges an Zeit drauf immer. So, wie schaut sonst so aus? Da haben wir keine Warteschleife. Wie schaut es hier aus? Einer. Wie schaut es hier aus? Zwei Leute. Das geht eigentlich noch. Ein drei sogar. Der war jetzt drüben und wird wieder zurückgeschickt. Das heißt, hier warten. Warten wir, Leute. Hier drüben wartet ein einziger. Okay. Wie schaut es hier aus? Den haben wir auch geheilt. Das heißt, wir haben 5 haben wir geschafft bis jetzt.
Und einer wartet noch. Da wird die Zeit wieder nicht reichen, den letzten zu behandeln. Also für so Notfälle bräuchte man da also fast schon zwei Räume. I have only one word to say to you today. Trousers, people. Trousers. They ought to be worn at all times. Oh, es fanden sich nicht genug Teilnehmer. Passier mal kurz und schau nach, was ich da eigentlich eingestellt habe im Bot. Wieder mitmachen müssen. Minigames, Bosskampf, Arena, Start Delay. Oh, 5 Leute habe ich eingestellt. Sollte ich vielleicht mal reduzieren. Ändert es mal auf 3. Ich habe es mal auf 3 jetzt gesenkt bei dem Minigame. Ist die Chance größer, dass ihr das mal machen könnt. Gut. Dann lassen wir es hier wieder weiterlaufen. So, wie viel warten hier jetzt noch? Einer. Hier warten 2, das geht eigentlich. Dann schauen wir hier, was ist hier los? Sondermeldung. Wir haben 5 von 7 haben wir geheilt. Kriegen wir wieder 10 Ruf. 10k und 10.000 Dollar. Unser Assistenzarzt will eine Beförderung. Also nein, er will mehr Geld haben. Belohnung plus 500. Was will er? Achso, das ist eine Aufgabe. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle etwas deprimierend. Wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Ich schaffe 90 Tage ohne einen Todesfall. Wir haben 180 Tage Zeit. Belohnung 25% Zufriedenheit und 10k. Ja gut, nehmen wir es mal an. Aber da haben wir jetzt eine Beförderung. Nachwuchshausmeisterin will befördert werden. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Und doch da ist auch, der will auch eine Beförderung haben. Ja, soll er auch haben. 24. Dezember ist gerade Weihnachtszeit. So, die Wachen sind aufgestellt. Ihr könnt es nochmal probieren, wenn ihr wollt. Gesundheitspreis des Two-Point Country. Ich werde es hier wieder, wir haben es uns ja einmal schon in Ruhe angeschaut, direkt öffnen. Wir haben den Arzt des Jahres. Und zwar Dr. Gilbert Fopp. Wir haben den Krankenpfleger des Jahres. Aubrey Essig. Wir haben den Assistent des Jahres, Ace Essig. Wir sind der Arbeitgeber des Jahres. Wir haben das höchste Prestige und wir haben auch den Patientenpreis gewonnen. Das heißt, wir haben 5 von 8 Preise diesmal abgeräumt. Wir sind ganz gut unterwegs. Unser Neubau ist fertig. Das heißt, wir könnten schon mit dem einen oder anderen Zeug umziehen. Jetzt müssen wir schauen, gibt es irgendwelche neuen Zimmer, die wir unbedingt umsetzen müssen. Kardiologie. Genau, die müsste hier eigentlich noch rein. Das heißt, wir werden mal anfangen und den Raum. Mal umsetzen.
passt nämlich hier schön rein. Da setzen wir den. Wir können das Ganze noch drehen. Wir haben ja extra so gebaut, dass wir in alle Richtungen drehen können. Okay. Hier unnötig? Nein, ich will, wieso, will hier nichts verkaufen. Ist noch nicht unnötig. Achso, den müssen wir umstellen. Und dann machen wir es halt so. Müssen wir halt hier ein bisschen umbauen. Es fanden sich nicht genug Kämpfer. Keiner da, der mitmachen will. Außer euch beiden. Achso, die Fenster. Jetzt weiß ich, was ich verkaufen will hier. Genau, die brauchen wir hier nicht mehr. Dafür können wir hier neue Fenster einbauen. Okay. Ja, dann mach mal. Dann werden wir hier auch gleich Sitzgelegenheiten dazu bauen. Wie viel Geld haben wir denn? Einiges. Wir könnten uns mal neue Bänke holen. Wäre es mit einer violetten Bank? 50.000 zur Freischaltung oder 50k. Mal das mal. Nimm mal ein bisschen Farbe ins Spiel. Dann stellen wir hier auch zwei Automaten auf. Einen hier und einen hier drüben. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz bekommen. Das heißt, wir können hier jetzt nämlich ein neues Zimmer noch machen. Und zwar, wo ist es? Die Kardiologie. Ah, okay. Eh schon. Erstmal die Bank hier weg tun. Gehen wir mal hier hin. Dann können wir hier jetzt eine Tür reinbauen. Yep. Dann richten wir das ein. Einmal das Gerät. Machen wir gleich hier, damit die möglichst nah ran sind. Brauchen wir sonst was? Nö, der Rest ist Luxus. Machen wir hier den Mülleimer wieder. Ein Feuerlöscher, den stellen wir dazu in die Ecke. Dann machen wir hier noch zwei Pflänzchen. Was haben wir denn? Wir sind jetzt schon auf Stufe 3. Wir ja trotzdem hier hinten noch ein paar Aktenschränke machen. Ein, zwei Poster schaden nichts. So, gibt es irgendwas, was wir noch kaufen können, was Sinn macht? Aktuell nicht. Dann eröffnen wir mal den Raum. They said he looked ridiculous. But when the world needs a hero. Gut. Da haben wir einen Geist. Nierloter Rang Gangster. 140,42 Stunden. 4207 Nudeln. Und da wollte ich noch schauen, den Hausmeister. Da haben wir sogar jemanden mit Geisterjägerei. Rede Gerg. Wird gleich mal eingestellt. This is Two Point Radio. Kann die das auch? Die da auf den gezielt zurennt. Yep, die kann das auch. Aber es schadet nichts, wenn wir zwei haben. Und weg ist er. Geist erfolgreich eingefangen. So, dann machen wir mal hier weiter. Dann kann man eigentlich den Raum, auch ein reiner Behandlungsraum, bearbeiten. Den werden wir auch gleich mal umschieben. Und zwar ist hier die Tür. Hier hinten.
Dann macht man hier in die Ecke und davor noch ein Klo. Könnte man auch machen. Okay. Dann könnten wir hier noch ein Klo oder irgendwas hinmachen. Ein zweites werden wir eh brauchen. So, wo haben wir so ein Radio, Toilette. Mal hier noch ein Klo hin. Ist wohl wieder eine Behandlung schief gegangen. Händetrockner. Wenn wir hier machen, Mistkübel, kriegen wir den hier irgendwo noch rein. Ja, hier. So, Pflanze lassen wir weg, Feuerlöscher brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier. Dr. Snow, Rang Gangster, 202,83 Stunden, 10.769 Nudeln. Nicht schlecht. So, dann werden wir hier noch ein paar Sitzgelegenheiten bauen. Objekte. Könnten hier vielleicht auch noch den einen oder anderen Automaten hinstellen. Hier können wir eigentlich sonst auch nicht groß was machen. Dann füllen wir das einfach noch mit weiteren Sitzgelegenheiten auf. Was ich auch noch nicht aufgestellt habe, sind die Sachen, Broschürenständer. Da können wir einen mal hier so auf dem Weg machen. Vielleicht hier hinten noch einen. Und hier vorne. Hello to all my faithful listeners out there. This is Ricky Hawthorne, ready to pour another jar of good old-fashioned honey into your ears. And remember, the honey I'm referring to here is my voice. There's no need to panic and call in to complain like last time. Vielleicht hier vorne neben den Automaten Mistkübel nicht vergessen. Und wir könnten hier auch noch zwei Automaten aufstellen. Einmal diesen, da machen wir diesen Salzautomaten, das Salzgebäck und so, und daneben ein Getränkeding. Okay, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Das Zimmer wollte ich ja auch noch verschieben. Könnten wir hier hinten hin machen. Wir arbeiten, erwarten noch einige Leute und wir haben gar nicht so viele Betten da drinnen. Platz, das heißt, das müssten wir eh größer machen. Und werden hier gleich noch einmal ordentlich erweitern. Vielleicht so. Dann haben wir hier noch für irgendeinen Raum Platz. So, gut. Das können wir lassen, die Betten. Maintenance announcement. Plants need water. Okay, wir müssen es so machen. Die Dinger, die kann man ja umsetzen. Dann werden wir hier noch ein paar Betten hinstellen. Wir hier noch eins in die Ecke rein. Jupp. Vielleicht hier noch zwei oder drei. Mal hier noch. Okay, machen wir hier hinten wieder Fenster rein.
ist die Ärztin. Jetzt haben wir noch den Mülleimer, den können wir ja verschieben. Vielleicht machen wir das alles ein bisschen anders hier. Hier den Feuerlöscher. Okay. Alles, was wir nicht brauchen, verkaufen wir. Dann haben wir hier jetzt ein größeres Krankenzimmer. Und hier auch noch ein paar Bänke hinstellen. Ach, nicht hier noch eine Pflanze hin. Vielleicht hier noch in die Ecke eine. Dann schaut das Ganze gleich viel netter aus. Ein paar Poster hinhängen. Was haben wir jetzt? Wir haben Stufe 7, 8 brauchen wir. Zwei Upgrades sollten wir noch installieren. Kohle haben wir ja, genau, wir haben ja hier unten. Haben wir das Gerät. Das können wir aber noch nicht upgraden, aber hier könnte man ein Upgrade machen. Mal sonst irgendwas aufwerten. Haben wir schon aufgewertet. Da geht nichts. Sonst haben wir nichts zum Aufwerten. Und Ärzte, da fehlt ein Arzt, wobei der kommt gleich. Haben wir noch genug Ärzte überhaupt? Und haben wir noch neue Zimmer, die wir bauen müssten? Arztpraxis, Apotheke haben wir, Diagnose haben wir, Station, Psychiatrie, Pause, Toilette, eigentlich gut, Räume haben wir alle gebaut. Also da haben wir mehr als genug. Ah ja, und es wird auch schon gut angenommen, die neuen Räumlichkeiten. Wenn wir da jetzt mehr Platz drinnen haben. Hat sich ausgezahlt, den Raum rüberzuschieben und ein paar Betten dazu zu bauen. Weil es ist voll hier. Oh, da ist eine Behandlung fehlgeschlagen. Aber er stirbt wenigstens nicht, so wie es ausschaut. Oder doch? Nö. Er geht nur geknickt nach Hause. Der tut noch upgraden. Haben wir sonst irgendwelche Aufgaben noch? Eigentlich nur die eine. Dann haben wir hier noch ein paar Briefe. Notfall, helles Köpfchen. Könnten wir tun? Dann bräuchten wir vielleicht ein zweites. Noch mal eine zweite Dings bauen. Dann Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Big Blankets. Neueste Nachrichtenüberblick. Okay, genau, das hatten wir schon. Der will befördert werden. Ist Essig. Machen wir. Nachwuchspfleger. Das ist der Monty. Mayonnaise. Ja, den werden wir auch befördern. Machen wir vielleicht wirklich mal hier noch einen Entleuchtungsraum rein. Eine Entleuchtungsklinik. Die können wir hier reinsetzen. Ja. Dann machen wir hier mittig die Türe. Hier den Raum, die Konsole. Mal hier ein Blümchen rein. Die Ecke ein Blümchen. Feuerlöscher.
Abfalleimer und noch ein paar Poster. Ein ungültiges Objekt, ja. Ist in Ordnung. Wahrscheinlich da eine, die Blume, die wir da vorher hatten, da könnten wir eine neue Pflanze hier hinstellen. Und dann noch ein paar Bänke davor. So, das haben wir, das haben wir. Hallo Marlind. So, hier haben wir ja noch den Zeitschriftenstand noch nicht gebaut. Den könnten wir auch mal wo reinsetzen. Kann ich aber den da in der Ecke noch unterbringen. Reicht der Platz? Dass sie dann noch durchgehen, müsste eigentlich reichen. Und dann werden wir hier noch einen Assistenten einstellen. Kundenbetreuung. 4000, was kann die noch? Ausdauertraining, emotionale Intelligenz. Kundenbetreuung 2. Motivation ist natürlich auch gut. Spencer, ja, nehmen wir den Spencer. So. Dann kann man es wieder weiterlaufen lassen. A report released today claims that Two Point County has the best medical coverage in the country. And while it does say it can't vouch for what goes on in the Orb Wellness Centers, they're sure those are top-notch too. That's good enough for me. Dann kann man uns hier überlegen, was wir hier dann mit dem neu gewonnenen Raum machen. Ob uns irgendwas noch fehlt, ob wir irgendwas brauchen. Ah, da kommen schon Notfallpatienten. Da läuft auch der erste Arzt rein. Haben wir irgendeinen freien Arzt noch? Ich glaube, wir sollten noch einen Arzt einstellen. Behandlungskompetenz wäre gut. Diagnostik. Behandlung. Da kriegt der 10% Behandlungskompetenz, der auch. Der hat auch eine gute Diagnostik, aber die kosten halt alle viel. Aber ich werde den mal nehmen, der ist ein bisschen billiger. Kann es nicht gleich übertreiben. Diesmal verteilt sich das jetzt auf zwei Behandlungsräume. Profitverlust, wir machen aktuell noch einen Gewinn, eigentlich einen guten Gewinn, 32.000. Wir werden dann auch gleich Upgrade machen für das Gerät, sobald die Notfälle durch sind. Wie schaut's aus? Bis jetzt haben wir 3 geheilt. Okay, bei einem sind wir jetzt gescheitert. Wie schaut es hier drüben aus? Sind wir auch gescheitert. 3 geheilt, 2 tot. 2 haben wir noch, die wir heilen können. Ich hoffe, es klappt diesmal. Die eine, weil eigentlich haben wir gute Ärzte verhältnismäßig. Müssen das doch eigentlich hinkriegen.
Yay. Hier haben wir. Was wir auf jeden Fall diesmal schaffen, ist, dass wir innerhalb der Zeit bleiben. Und auch erfolgreich. Das heißt, 5 von 7 haben wir geheilt. Dann werden wir hier gleich mal aufwerten, denn das brauchen wir eh noch für die Aufgabe. Sondermeldung, du hast 5 von 7 Patienten geheilt. Kriegen wir wieder 10 Ruf, 10k und 10.000 Dollar. Der wartet, dass ein Arzt kommt. Nur zu wenig Ärzte. Nur noch wen einstellen. Da ist gerade ein Arzt auf dem Weg. Doch, da kommt jemand. Mal. Dr. Jemima Fuchs. Yep, die ist auf dem Weg nach hinten. Dann können wir uns hier auch mal die Behandlung anschauen. Und? Oh je. Leider nicht geschafft. Behandlung fehlgeschlagen. Aber doch schon ein paar Todesfälle hier in dem Krankenhaus. Er muss bald wieder repariert werden. Da ist er dran an der Aufwertung. Und ein drittes Gebäude. Gut, das könnten wir mal machen. Das könnten wir uns ja leisten. Nehmen wir das um 50.000 mal dazu. Hier haben wir große Warteschlangen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen dritten Arzt. Na gut, machen wir das. Dann machen wir noch ein Arztzimmer, eine Arztpraxis. So, wollte ich es nicht. So, wo machen wir die Türe? Die machen wir hier drüben. Hier ein paar Fenster wieder rein. So, dann brauchen wir den Schreibtisch. So. Schränke. Ja. Müssen wir noch drehen. Und noch welche dazu stellen. Jetzt haben wir Stufe 3. 2 auf 3 würde ich zumindest kommen. Ja, stimmt. Nö, ist viel beschäftigt. Wahrscheinlich wieder WoW unsicher machen. So, das Hammer, das Hammer, das Hammer. Eine Pflanze können wir hier noch hinsetzen und hier. Und dann machen wir halt noch ein paar Poster an die Wand. So. Und wir haben es geschafft. Wir haben jetzt 2-Sterne-Krankenhaus. Geschätzter Krankenhausleiter, Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Die Lebensdauer deines Unternehmens
übertrifft selbst die kühnsten Wetten in unserem Büro. Wenn sie anwächst und du immer mehr Bälle in die Luft halten musst, rückt der unvermeidliche Absturz immer näher. Denke lieber nicht darüber nach. Wir haben 20.000 bekommen, 150 Kudos und wir haben den Umtöpfer Version 2 freigeschalten. Das heißt, wir können das Ding wahrscheinlich jetzt aufwerten. Genau, das werden wir auch machen. Ich bin versumpft. Du bist im Sumpf? Nein, nur voll drin, da komme ich so schnell nicht mehr weg. Ja, so ein Sumpf lässt einen nicht so leicht gehen, ja. Sumpf ist ganz böse. Wenn man da so richtig eintaucht, kommst du nicht mehr raus. Was müssen wir denn jetzt machen für die 3-Sterne-Bewertung? Erreiche die Krankenhausstufe 10, heile 20 Patienten, Heilungsrate von 70%, Patienten geheilt 5 von 5, Krankenhausattraktivität von wie viel? 65%, wie viel haben wir aktuell? 60, also da geht noch ein bisschen was. Frage ist, was tun wir? Hier könnte man noch einen Raum unterbringen. Hier haben wir so eine Stelle, da kann man nicht wirklich viel machen. Da könnte man höchstens noch so Automaten und Bänke hinstellen. Ein paar Ständer und ein bisschen was zum Sitzen. Gut, machen wir das mal. Machen wir hier hinten. Hier einen Getränkeautomat. Hier noch was zum Essen. Und dann setzen wir noch ein paar, hier noch ein paar Bänke hin. Wir könnten natürlich auch schrittweise die Bänke austauschen. Mal die direkt upgraden, aufheben. Bei 100 verkaufen. Okay, wir müssen die quasi alle per Hand austauschen. Ist aber nicht so schlimm, ja. Sorry, musste die Bank wegnehmen. Eine bessere hinsetzen. Und wir haben wieder die Auszeichnungen. Bin gespannt, was wir diesmal erreichen. Wir haben wieder den Arzt des Jahres. Jemima Fuchs, den Pfleger des Jahres Ossi Donner, Assistent des Jahres ist wieder Es Essig, wir sind Arbeitgeber des Jahres, haben das höchste Prestige und den Patientenpreis, aber das mit den Todesfällen kriegen wir nicht mehr hin und Hausmeister des Jahres haben wir bis jetzt auch noch nicht geschafft. Drehen wir mal das Ding hier weiter. Ich tausche jetzt wirklich mal alle grünen Bänke aus. Die können wir eigentlich so schneller direkt verkaufen. 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 So haben wir. Hier noch Bänke stehen. Ah ja, da haben wir auch noch eine Menge Bänke, die müssen auch alle weg. So. Haben wir das erledigt? Wo werden wir jetzt? 3 Allgemeinmedizinen, da warten 2, 3 und wie viel warten hier? 2, gut. Verteilt sich jetzt etwas besser. Wir könnten hier noch eine Bank hinmachen.
und daneben Blümchen hinstellen. Die reichen ein bisschen aufzuwerten, vielleicht hier neben der Tür noch. Und den einen oder anderen Broschürenständer. Haben die Leute was zu lesen? So, wie schaut's aus? Wir machen 47.000 Gewinn. Das ist schon mal gut. Wir haben Stufe 18 brauchen wir. 5 Patienten müssen wir noch heilen. Und wir brauchen noch mehr Attraktivität. Aktuell haben wir 61. Das heißt, da fehlen uns noch 4%. Hier Reporterbesuch. Radio 2 Point hier ansässige, aber aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit meist verreiste Sally Big Blanket hat um einen Pressetermin gebeten, um das Krankenhaus zu besuchen. Wir haben hier zwar keine Pressepässe, aber etwas öffentliches Interesse könnte für uns von Vorteil sein. Sollte das Krankenhaus sich beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Ja, warum nicht? Probieren wir es. Wir haben es ja jetzt halbwegs ausgebaut. Da sehe ich, da fehlt gerade jemand. Ein Krankenpfleger. Motivation, Apotheke, Diagnostik. Ja, nehm dich mal. So if you find your breakfast cereals arranged alphabetically and shelved by flavor content, don't be alarmed. It's just old Penelope doing it. Wie die arbeitet. We have a VIP visiting the hospital. Okay, ja, das war schon. So, wir haben jetzt genug Patienten geheilt. Heißt, wir haben 2 Krankenhausstufen noch und 3% Attraktivität, wobei die steigt langsam, das ist schon mal gut. Gibt es eigentlich irgendwelche neuen Zimmer vielleicht, die ich noch übersehen habe? Nö. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Hier könnten wir noch irgendwas unterbringen. Ich glaube, brauchen wir nicht, oder? Psychiater 2. Gut, haben wir jetzt keine langen Wartezeiten, aber wir könnten trotzdem vielleicht den Platz zu nutzen. Machen wir noch eine Psychiatrie rein. Weil die zählt ja auch als Diagnoseraum neben der Behandlung. Machen wir so. So. Dann Aktenschränke, haben wir wieder hier ein paar noch. In der Ecke den Mülleimer, hier auch den Feuerlöscher. Hier und hier in die Ecke. Vielleicht noch 2 Poster. Das ist Stufe 3 haben wir schon bei den Raum. 300.000 könnt ihr noch einen Kamin freischalten. Wie viel haben wir denn aktuell? 785. Diagnose Bücherregal. Das wäre auch nicht mal schlecht. Jetzt haben wir diese ganzen Diagnose- und Behandlungsdinger, werden wir da auch gleich mal reinsetzen.
I'd like you to all think of a butterfly. Müssen wir ein bisschen umbauen, wobei hier hätten wir noch Platz. Isn't that a lovely image? Meanwhile, in the new city, so, dann werden wir hier unten auch schauen. Mal hier noch was unterbringen. So, gut. Der Raum ist auch fertig. Dann kriegen die hier auch noch ein paar Sitzgelegenheiten. Vielleicht noch ein Pflänzchen hier in der Ecke. Können wir hier auch noch eine hinstellen. So, wie schauen wir aus? 62, da sind wir gut auf dem Weg. Wir haben 9 von 10 Sterne. Hallo Elias. Hallo Fuji, schön, dass du da bist. Schon lange nicht mehr gesehen. Voilà. Na, alles gut bei dir, Fuji? Haben wir wieder ein paar Briefe. Neue Krankheit entdeckt. Lykantrophie entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Lykantrophobie. Oder Lykantropie. Lykantropie wurde einst für ausgerottet gehalten. Tritt nun aber wieder in verschiedenen gefährlichen Wäldern im ganzen Land auf. Die Krankheit wird durch direkte Bestrahlung von Mondlicht ausgelöst oder womöglich über Türklinken übertragen. Forscher sind sich darüber noch uneinig. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheke. Das ist gut. Gilbert Fopp will mehr Geld. Also nicht mehr Geld, der hat eine Aufgabe für uns. Alle 20 Patienten. Rommi-Patient, einer der Mitarbeiter der Geschmacksabteilung von Burp oder Burp fühlt sich nicht wohl und möchte behandelt werden. Bei erfolgreicher Behandlung dieses Promi-Patienten bringt uns eine Belohnung. Wollen wir ihn aufnehmen? Herausforderung. Stelle bei einem Patienten eine Diagnose und heile ihn. Behandlungsraum Apotheke, Zeitbegrenzung 80 Tage. Wir kriegen $10.000, 5 Ruf, 10.000. Ja, machen wir. Ja, schon etwas her, ja, im Moment leider erkältet, aber sonst sehr zufrieden und selbst. Ja, soweit, eigentlich okay bei mir. Er kann mich nicht beklagen. Abgesehen, dass ich aktuell meinen Schlaf nicht immer so erholsam ist, weil ich in der Nacht immer wieder munter werde. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ich kann endlich Two Point Hospital spielen. That's why you need Jumbo Security Systems. We'll fill your house. Da haben wir noch grüne Bänke. Die werden wir auch gleich mal verkaufen. Muss leider aufstehen. Aber du kriegst dafür eine neue violette Bank. Jumbo. We spy because we care. More to point. More often. Und es fehlen hier wieder überall die Ärzte. Haben wir zu wenig? Haben wir zu wenig Ärzte? Sollten wir vielleicht doch noch einen Arzt einstellen? Was gibt's denn hier noch? Diagnostik, Behandlung. Psychiatrie, was war das nochmal? Ausdauertraining. Nehmen wir den. Ja, nehmen wir Linda Weber. Dann mal hier hingehen. Weil da haben wir eh zwei Räume, das ist okay, aber hier hat eindeutig wer gefehlt. Mal
wie schaut's mit den Finanzen aus? Genau, das wissen wir eh schon. Kredit kann man hier aufnehmen. Ich wollte mal schauen. Wir machen aktuell einen Gewinn von 73.000. Es war schon mal etwas höher. Aber ansonsten ist es jetzt relativ stabil. Also wir könnten es uns sogar noch leisten, noch einen Arzt aufzunehmen. Diagnostik, Ausdauer, Behandlung, Allgemeinmedizin. Dann nehmen wir vielleicht da den Joffrey. Der kann nämlich auch dann, wenn es sein muss, in der Psychiatrie arbeiten, aber mittlerweile zwei schon. Mir geht's soweit weit okay. Ein bisschen wenig geschlafen letzte Nacht, aber sonst eigentlich okay. Und dir, Elias? So. Läuft doch ganz gut eigentlich. Okay, er schreit gerade, weil viele rumstehen und warten. Mal immer noch zu wenig Ärzte. Dabei habe ich zwei erst eingestellt, aber es reicht wohl immer noch nicht. Wenn da ein, zwei auf Pause sind, haben wir ein kleines Problem. Andererseits, ja doch, ein Arzt fehlt immer. Wir sollten vielleicht noch einen holen. Hey, der ist ein super Diagnostiker. 36.000. Behandlung. Gut, der kriegt das ja. Bei einem guten Arzt, ja. Stellen wir den nochmal ein. Sicher. You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know. Da nichts zu tun. Might get lucky. Er ist auch Psychiater. Genau, der ist Diagnostik sehr gut. Das den könnten wir. Haben wir irgendwo. Irgendwo gerade Not am Mann. Oh, wir haben da neue Briefe. Öffentlichkeitsarbeit. Sally, okay, die Sally kommt wieder vorbei. Wir sollen sie beeindrucken. Belohnungen, Herausforderung beeindrucke. Ein VIP mit einem tollen Krankenhaus. Was will der? Sehr gut, wir haben den Wunsch von Gilbert Fopp erfüllt. Belohnung plus 30% Zufriedenheit und 10.000 haben wir bekommen. Sondermeldung, du hast einen Patienten geheilt. Also wir waren erfolgreich beim Promi, 10.000, 5 Ruf, 10.000. Läuft ganz gut hier. Bin gespannt, wie es dann später ist, wenn es dann etwas anspruchsvoller wird. In den späteren Krankenhäusern, wo man dann schon mehr überlegen muss, wie, was, wann, wo. Wir brauchen eine Stufe hier noch. Hallo, Sir Lux.
an 60% Attraktivität, da finden sie noch 2%. Und ansonsten müssen wir irgendwie noch die 10. Stufe schaffen. Oh, mal Objekte, wir können auf jeden Fall noch ein paar Blumen aufstellen. Weil die werten immer die Umgebung auf, das Spiel hier könnte man echt noch was machen. Hier schaut's gut aus. Da haben wir so viel Platz, da können wir hier in die Ecke noch ein Blümchen machen. Gut, klar mal gesagt, da wollen wir nichts. Würde ich sagen, machen wir hier neben den Eingang jeweils noch was. Um zu verschönern. Hier in der Ecke noch ein Blümchen. Schaut das Ganze gleich deutlich besser aus. Dann könnten wir. Gibt es irgendwas, was wir vielleicht aufstellen können? Was gut ankommt bei den Leuten. Ein Geschenk geladen oder 1200 Trinkbrunnen. Ein Zeitschriftenhändler. Oh, sowas könnte man vielleicht mal machen. Setzen wir mal den hin. Da hinten haben wir noch eine Menge Platz für alles Mögliche. Hier noch so ein Zeitschriftenhändler hin. Könnten wir sonst Bücherregal, Rosenstrauch. Skelettmodell 300k, ein atomisches Modell, da gibt es noch so viel Zeug, was man kaufen kann. Gibt es irgendwas, was uns jetzt wirklich was bringt? Nee, nicht wirklich. Immer noch ein paar Sitzbänke auf, violette. Ansonsten müssten wir halt noch ein, zwei Räume aufstellen, damit wir quasi die letzte Stufe erreichen. Weil hier haben wir mehr oder weniger alles bebaut. Ich könnte natürlich jetzt noch ein paar Broschürenstände oder so hinstellen. Das wird auch nicht reichen, dass wir da jetzt noch eine Stufe holen. Wie schaut es hier aus? Haben wir noch Platz? Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen neuen Raum. Haben wir irgendwelche Räumlichkeiten, wo es Sinn machen würde, noch was dazu zu bauen? Die Pfarrei haben wir nur eine. Da haben wir aktuell nicht so viele Patienten, dass wir da noch eine bauen könnten. Wo haben wir hier und drüben? Psychiatrie haben wir zwei. Aber was vielleicht noch interessant wäre, eine zweite Allgemeindiagnose bzw. eine Kardiologie. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir hier noch groß machen können. Es sind wirklich gleich nur ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht wenn wir hier einen Raum einfach nur reinsetzen, selbst wenn es nur ein Klo oder so ist, hätten wir wahrscheinlich schon eine Aufwertung. Ich glaube, allgemeine Arztpraxis haben wir gleich genug. Mittlerweile 2, 3, 2. Das geht eigentlich. Das Einzige, was mir noch einfällt, dass wir die zwei Räume noch im zweiten jeweils bauen. Things seem running out and screaming this morning. Sounds about right.
könnte man eigentlich machen. Wie groß wollen wir denn das bauen? Wo haben wir denn hier die Räume gebaut? Drei breit, dann machen wir es hier auch so. So, dann Fenster. Ein paar Aktenschränke hier hinten wieder. Eine Waage können wir hier auch reinsetzen. In der Ecke. Wir haben jetzt fast Stufe 3. Gut, dann kriegen wir hier noch den Feuerlöscher. Dann noch einen Mülleimer. Haben wir Stufe 3. Wir hier immer noch ein Poster dazu hängen. Und sonst haben wir jetzt alles. Okay, dann haben wir hier den Raum auch fertig. Wir werden hier auch gleich mal aufwerten. Wir werden hier zwei Bänke hinsetzen. Da drüben könnten wir uns überlegen, ob wir zwei Automaten noch aufstellen. Hier könnten wir dann auch noch ein Zimmer machen. Das hätte man. Dann wollten wir noch bauen. Allgemeine Diagnose. Entleuchtung. Noch ein Kardioraum, einen zweiten. So, machen wir hier auch eine Waage. Fenster. Hallo, Mr. Oldie. Feuerlöscher brauchen wir auf jeden Fall. Dann mal hier noch ein paar Bilder hin. Mülleimer. Und würde ich sagen, noch Pflanze. Noch hinmachen jeweils. Jetzt sind wir schon fast auf 4, aber lassen wir es mal so. Okay, wir haben es auch hier geschafft. Geschätzter Krankenhausleiter, 3 Sterne Krankenhaus, Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Die Anerkennung als erstklassige Einrichtung ist immer ein Erfolg, den es zu feiern gilt. Deine Feier ist verdient, aber hoffentlich auch kurz, denn du musst wieder an die Arbeit. Wir bekommen 30.200 Kudosch und haben den Umtöpfer Stufe 3 jetzt freigeschalten. Nicht schlecht. Kann mal jemand Ausrufezeichen Uptime eingeben? Nicht nur wie lang der Stream jetzt schon wieder rennt. Vier Stunden, 4 Minuten. Hm.
Elias Crash, was? Nee, nee, es ging nur darum, wie lange ich schon streame. 4 Stunden, 4 Minuten, 15 Sekunden. Wie schaut's eigentlich aus? Streamt heute noch jemand von euch? Snown, Ziel, falls du noch wach bist. Ufo, falls du uns hörst aus dem Hintergrund. Hier den Umtöpfer aufwerten, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Profit 68.000. Hausmeister haben wir eigentlich. Personal. Na, ich wollte nicht hier hin, sondern ich wollte hier schauen. Wir haben 3 Hausmeister. Das geht eigentlich. Da soll man einen 4. noch einstellen. Wir haben ja mittlerweile einige Maschinen und anderes Zeug. Vielleicht holen wir uns da noch irgendwie Instandhaltung. Dann nehmen wir die noch, Lucille Bettdecker. Und was haben wir hier? Beförderung, Hausmeister. Kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden, leitender Hausmeister. 15% Bewegungstempo Upgrade, kompetent, Instandhaltungskompetenz. Kriegt 4.400 circa mehr, ist okay. Reporterbesuch. Wollen wir wieder einen Reporter kommen lassen? Ja, soll ich Sally nochmal vorbeischauen? Arbeiten ja immer noch gut, haben sie ein bisschen erweitert hier hinten. Haben wir. Und es gibt wieder einen Promi-Patienten. Einer der Direktoren von Radio 2Point fühlt sich nicht wohl und möchte behandelt werden. Bei erfolgreicher Behandlung dieses Promi-Patienten winkt uns eine Belohnung. Wollen wir ihn aufnehmen? Was kriegen wir denn? 10.000, 5 Ruf, 10k. Behandlung Apotheke, ja, machen wir. Auszeichnung und jährliche Bewertung. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Und schauen wir mal. Wie schaut's aus? Wir haben wieder den Arzt des Jahres. Chris Lila.
Wir haben den Krankenpfleger des Jahres, Ossi Donner. Dann den Assistent des Jahres ist wieder Es Essig. Arbeitgeber des Jahres haben wir auch wieder gewonnen. Krankenhaus mit höchstem Prestige haben wir auch gewonnen. Und den Patientenpreis. Hausmeister haben wir wieder nicht geschafft, wir haben irgendwie keine guten Hausmeister. Und Todesfälle haben wir auch nicht geschafft, weil irgendwer stirbt uns immer weg. Also unsere Behandlungen sind gut, aber nicht so gut, dass alle überleben. Oh, wir warten jetzt schon. Ach du Scheiße, da ist ja einiges los. Möchten vielleicht noch eine Apotheke. Vielleicht machen wir hier noch eine Apotheke rein. Da sechs Leute schon in der Warteschleife sitzen. So, Fenster. Machen wir hier nicht, aber hier. Hier brauchen wir es auch nicht. Machen wir hier in der Ecke einen Mülleimer. Feuerlöscher, zwei Pflanzen. Und noch Aktenschränke können wir hier hinten hinstellen. Dann haben wir schon Stufe 3. Dann können wir hier noch so Poster aufhängen. Na gut. Dann haben wir hier jetzt auch noch eine Apotheke, eine zweite. Können wir hier schon mal noch eine Bank aufstellen. Sonst müsste der Platz reichen. Hier haben wir auch noch Bänke. Weil da könnten wir auch noch welche hinsetzen. Violette Bank. Wie schaut es hier mit der Deko aus? Mal ein bisschen was machen. Mal hier noch mittig, ja, machen wir noch mittig so eine Pflanze rein. Medikamentenmixer können wir aufwerten. Das werden wir dann auch machen gleich. Den haben wir, glaube ich, schon aufgewertet, genau. Wie, da ist uns jemand weggestorben. Wie schaut's denn beim Personal aus? Krankenpfleger haben wir. Beide haben wir 3 mit Apothekenverwaltung, ist eigentlich gut. Ich glaube, wir haben insgesamt schon wieder zu wenig. Das heißt, wir werden noch einen Krankenpfleger holen. Patientenbetreuung, Apothekenverwaltung. Motivation, Behandlung, werden wir den nehmen. Bob Fenderson. Und da spukt wieder ein Geist rum. Muss sich auch mal ein Hausmeister drum kümmern. Bei der Größe wäre vielleicht noch ein Hausmeister gerechtfertigt. Instandhaltung, Mechanik. Dann nehmen wir vielleicht noch den Paul Wetter. Noch helfen.
hier aus? Okay, ist bald fertig. Aufwerten ist durch, das heißt, der Raum kann wieder genutzt werden. Wir haben eine höhere Heilungschance. Da haben wir wieder einen Haufen Kram. Krankenpfleger will befördert werden. Machen wir mal. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sondermeldung. Du hast. Okay, wir haben den Promi geheilt. Neue Krankheit Chesshand entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Chesshand. Eine Verletzung der Hand, die durch übermäßigen enthusiastisches Fingerschnippen und Händewedeln verursacht wird, ausgelöst durch ungezügelten Chess-Konsum. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung schicken, Station. Okay, gut, da haben wir ja eh eine große. Da ist uns gerade wieder wer weggestorben. Das ist nicht so gut. Gleich kippt er um. Und wir haben ein Geisterproblem. Aber kommt schon unsere Fachfrau und weg ist er. Wieder eine fehlgeschlagene Behandlung. Zeige ich jetzt bei der Apotheke aus. Da wartet wer. Da haben wir wen. Okay, es hat sich jetzt gut verteilt. Möglicherweise zu viele Hausmeister. Wir haben 4 Stück. Das ist gleich für die Größe genau richtig. Das passt schon. Irgendwo gibt es dann doch immer wieder mal was zu tun. Finanziell läuft es gut. Wir nähern uns der Million. Das überlege ich gerade. Ich habe schon eine leichte Müdigkeit ist da. Wir sind jetzt doch über 4 Stunden, die der Stream schon rennt. Ich möchte den Stream, wie gesagt, nachträglich dann noch schneiden in 2 Stunden Parts immer. Das heißt bei ein bisschen über 4 Stunden, wenn du hast 2 Folgen oder 2 längere Videos für YouTube. Auf Twitch welchen als Gesamtes so lassen. Ich hätte wahrscheinlich eine Pause eingelegt bzw. den Stream jetzt mal beendet. Essig Assistent, den hat eine Bitte
Ich wollte schon immer mal eine Menge Geld vor mir haben. Ich wollte mich jetzt nicht daran wälzen. Ich bin ja kein Freak. Ich wollte es einfach nur mal mit eigenen Augen sehen. Herausforderung, verdiene $800.000. Wir kriegen 50% Belohnung, Zufriedenheit 10.000. Ich frage nochmal in die Runde von meinen Twitch-Freunden. Will jemand übernehmen? Jemand da, der Lust hat zu streamen? Das Spiel ist super, aber irgendwie, ich habe nur 4 Stunden geschlafen, ist ein bisschen die Luft draußen. Auf jeden Fall eine Pause, vielleicht noch was essen. Falls ich Energie habe, komme ich vielleicht später noch mal, ansonsten morgen. Dann hätte ich euch noch weiter schicken können, falls noch wer gestreamt hätte. Ich pausiere mal. Ich glaube, es ist auch sonst niemand. Ist irgendwer online, wo ich euch heute noch hinschicken könnte? Streamt irgendwer gerade? Nicht wirklich. Doch, Squirrelchen spielt auch Two Point Hospital. Also falls ihr noch mehr sehen wollt von Two Point Hospital, könnte ich euch zu Squirrelchen weiterschicken. Werde ich, glaube ich, machen. Jo, dann werde ich an der Stelle den Stream beenden. Das heißt, ich bedanke mich bei allen, die wieder dabei waren, dass ihr zugeschaut habt. Verabschiede mich auch. Oh, und Rika streamt auch. Könnt ihr euch auch hinschicken. Verabschiede mich von euch auch auf Twitch, wollte ich gerade sagen. Ja, und wer und geht dann beim nächsten Stream, geht es dann wieder weiter. Ich schätze mal 4 Stunden herum ist eigentlich ganz gut. Das sind dann 2 größere Folgen. Morgen werde ich wieder. Ich glaube, ich werde morgen weitermachen. Außer ich habe noch so viel Energie am Abend, dass ich wiederkomme. Aber ich kann euch nichts versprechen. Jo, und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!